So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Unboxing-Video. Und zwar, wie ihr schon erkennen könnt, geht es hier um die Storm Legend Z Edition von Naruto Shippuden. Ich warte so lange schon darauf, dass so eine Edition mal rauskommt. Jetzt ist sie endlich da, leider auch 5 Tage Verspätung. Eigentlich hätte sie am 25. rauskommen sollen. Es ist aber erst heute erschienen, also am 30. Und da dachte ich mir, dann lade ich auch direkt das Video dazu hoch, denn es ist einfach nur eine richtig geile Box. Es ist zwar eine recht dünne, aber was da alles drin ist, ist einfach nur mega geil. Ich verfolge diesen kleinen Kerl hier jetzt schon seit guten 15 Jahren. Ja, seitdem die allererste Folge rauskam von Naruto, bin ich mit dabei. Ich bin ein absoluter Anime-Naruto-Fan. Und als ich gelesen habe, dass als Neuauflage quasi die ganzen Spiele jetzt in einer Box sind, sprich nicht diese Zwischenspiele, ja, sondern die reinen Ultimate Ninja Storm Spiele, ja. Teil 1 ist dabei, 2, 3 und 4 und plus sogar allen DLCs und Add-ons, die jemals für diese Teile immer rauskamen, geschweige denn auch das Ganze drumherum und von dem vierten Teil sogar die Boruto-Story ist auch noch mit darauf. Ich werde meine Freundin auch dazu zwingen, erstmal, dass sie diese Teile alle spielen. Sie wollte Naruto sich immer mal anschauen, hat's aber irgendwie hängt sie bei der 100. Folge so grob fest und kommt nicht ganz weit. Ich habe gesagt, spiel die vier Teile und du bist voll im Bilde und da wird mir wahrscheinlich jeder Fan auf jeden Fall recht geben, weil man spielt einfach die Story. Es macht mega viel Laune. Ich bin ein riesen Fan davon. Ja, die Teile haben wirklich Spaß gemacht vom Spielen her mit dem ganzen Knöpfchen drücken und. Das hat Bock gemacht. Ja, die anderen Teile, die zwischendurch rauskamen, waren okay. Diese Arena oder so, das waren okay Teile, aber keine, wo man sagt so, boah, Hammer. Ist halt meine Meinung. Natürlich können andere anderer Meinung sein, aber dies wäre jetzt meine. Wir packen das ganze Paket jetzt mal aus. Ein bisschen spiegelt das Ganze. Sorry schon mal wegen den Lampen. Was ist drinne? Ja, das verrate ich euch jetzt nicht. Ich sage euch nur schon mal den Preis und zwar es sind 70 € für das Ganze. Ja, strammer Preis auf jeden Fall, aber ich denke mal für 4 Spiele. Das Einzige, wie ihr da günstiger wegkommt, ist, wenn ihr zum Schluss das Video mit einem Daumen hoch liked, um mir zu zeigen, dass es einfach gut angekommen ist, wieder mal das Unboxing. Oder gut, kostenlos wäre jetzt eine Sache noch. Könnt ihr euch überlegen, wenn es euch gut gefallen hat, ein Abo dazulassen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema wieder, zu dem kostenpflichtigen Thema hier. Und zwar zu dieser Verpackung. So, die Verpackung ist recht schön. Hier steht an der Seite, sie ist ein bisschen, also ich glaube, sie ist doppelt so dick, hätte ich gesagt, wie eine normale PS4-Hülle. Ja, grob, fast. Sagen wir mal anderthalb. Ja, wir haben hier so ein kleines Bändchen drum, das seht ihr gerade gar nicht. Hier, das seht ihr, so ein kleines Bändchen. Ich drehe extra die Hülle nicht um, aus dem einfachen Grund, weil ihr dann sehen würdet, was da alles drin ist. Ja, und wir wollen uns ja die Überraschung nicht verderben lassen, was ich schon mal sehr, sehr geil finde. Haltet euch fest, ich habe das hier jetzt abgemacht und wir sehen, das ist nur ein Zettelchen. Die eigentliche Hülle ist diese hier, die Verpackung. Und das finde ich mega geil. Das Konoha-Symbol. Ein paar Wolken an der Seite, so wie man es von Naruto kennt. Hier steht an der Seite Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legend Z. Und hier hinten haben wir das Ganze dann noch einmal. Schade, dass hier so ein bisschen was Kleingedrucktes drauf ist, was kein Schwein möchte. Aber es ist von beiden Seiten steht das gleiche drauf. Hier einmal Naruto, da einmal Naruto. Sehr hübsche Verpackung, kann man sich super gut ins Regal stellen. Die macht schon was her. So, aber natürlich ganz normales Plastik. Ach, Plastik sag ich schon. Kartonhülle, ja, nur halt bedruckt. So, wir machen das Ganze hier oben einmal auf und holen den ganzen Quatsch hier raus. Es ist auch nicht sonderlich viel, aber eine Sache kommt hier auf jeden Fall ins Auge gesprungen und zwar das Ninja History Artbook. Sehr, sehr geil. Ultimate Ninja Storm Legend Z mit Naruto, wie er so grob 16 Jahre alt war. Ja, sehr, sehr geil. Nicht sonderlich dick das ganze Buch, aber ja, gut, als Artbook, ob man das so also als Artbook durchgehen lassen kann, weiß ich nicht. Es ist mehr so wie so eine kleine Broschüre, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist dafür ganz okay. Hinten halt schwarz-orange gehalten mit seinem Symbol drauf.
Sehr, sehr schön. Wir gehen auch gerne mal die Blätter gerade mal durch. Das Ganze leider geschrieben auf Englisch. Das Buch, hier sieht man dann die Charaktere Kakashi, Sakura in ihren Formen Naruto und Sasuke. Ninja History. So, dann haben wir hier immer die Story beginnt und dann steht hier ein kleiner kurzer Infotext auf Englisch zu Naruto, geschweige denn auch, was er so erlebt hat in seinem ersten Abenteuerteil von dem ersten Ultimate Ninja Storm. Dann haben wir hier die Weite, dann ging ja die Story weiter. Das war der Naruto vs. Sasuke immer schön mit einem großen, mit einer schönen Überschrift, mit kleinen Spielsequenzen immer mit dabei und halt die Story mit dabei. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier die Story, wie sie älter waren. Das war ja danach Narutos zweijährigen Training, als er kam. Hier haben wir dann wieder mal Spielszenen. Und ich kann mich an jede einzelne Spielszene erinnern und wie geil diese gemacht war. Schreibt mir mal gerne in die Kommis, wie ihr die Story fandet von den ganzen Ultimate Ninja Storm Teilen. Und würde mich doch mal interessieren. Hier haben wir die Geschichte von Itachi, auch einer meiner Lieblinge. Dann haben wir hier Pain. Da haben wir noch den Kampf. Wir können uns noch daran erinnern. Jiraiya gegen Pain. Was war das ein geiler Kampf? Hab ich diesen Kampf gefeiert? Aber es war auch todtraurig, dass er ihn verloren hat. Gegen sechs Männer gleichzeitig zu kämpfen, war schon brutal. Hier haben wir Sasukes Story, wie er dann Team Tucker war. Obwohl, war das schon Team Tucker? Nee, da war er noch bei Orochimaru zugange. Dann haben wir hier, oh, Kushina. Sehr, sehr schön. Die Mutter von Naruto haben wir hier. Auch gab es dann klar kleine Filmsequenzen, Spielsequenzen drinne. Sehr, sehr schön. Dann haben wir die Story, wie Naruto dann endlich in seinem Nine-Tail-Modus war und das war ein Augenblick. Den haben wir doch alle gefeiert, sind wir mal ehrlich. Dann sind wir schon ein bisschen weiter noch. Das war ja dann schon der Ninja-Krieg, wo sie dann gegen Madara schon wieder gekämpft haben. Kleine Spoilerwarnung. Ich weiß nicht, was hier noch drin ist. Deswegen könnte sein, dass gespoilert wird. Hier haben wir die Geschichte, könnt ihr euch gerne auch mal durchlesen von Naruto dann weiterhin. Dann haben wir hier Kaguya, das war ja der Endfight quasi eigentlich im Naruto-Story. Natürlich war der Endfight Naruto gegen Sasuke noch einmal der letzte Kampf. Das war ja sowas wie Yin und Yang Naruto später und Sasuke. Und sie war ja die Mutter des Chakras quasi. Sie hat's ja. Sie war die, die das Ganze quasi heraufbeschworen hat. Da gab es auch ein paar kleine Folgen im Anime, fand ich sehr, sehr gut gemacht. Hier haben wir dann nochmal die Story von Naruto und Sasuke natürlich nochmal. Das war dann der Endkampf zwischen diesen beiden. Man sieht jetzt auf den Bildern kleine Spoilerwarnungen, die wirklich absolute Endverwandlung. Dazu muss man aber leider sagen, Naruto kann sie immer noch so machen. Sasuke mit seinem ultimativen, super finnischen Super Susanoo, das funktioniert natürlich nicht mehr, denn er hat diese Kraft nur gehabt, weil er die Kraft absorbiert hatte von den ganzen Schwänzigen, von den Bijus. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr, also auf so eine Stärke kommt er nicht, aber der hat sein Auge trainiert und perfektioniert, also das sieht schon sehr hammer aus, stark ist er auch auf jeden Fall. Natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich hier die Ersten, die sagen, Moment mal, ja, natürlich gibt es Sasuke-Fans, es gibt Naruto-Fans, ich bin ehrlich gesagt keiner Sasuke-Fan, weil ich fand, der war mir immer zu arrogant. Viele sagen das genau andersrum, wie auch immer. Eigene Meinung, schreibt es mir gerne in die Kommis. Aber wer jetzt zurzeit die Boruto-Folgen schaut, ja, man weiß schon, was da abgeht. So, dann haben wir hier schon, mittlerweile ist Naruto Vater geworden und Boruto ist rausgekommen. Und ja, da spielt ihr auch ein bisschen die Story. Sehr, sehr cool. Hier ist die Story davon, wie Boruto seinen Vater nicht mag oder hasst sogar, könnte man sagen. Also es ist schon sehr, sehr geil. Aber leider ist die Anime-Folgen, finde ich, bis jetzt sehr, sehr langweilig. Wenn ich ehrlich bin, bis mal ein bisschen Action kommt und Naruto macht mir auch zu wenig. Denn ich finde einfach, Naruto ist Naruto und dieses Boruto da von seinem Sohn, ganz ehrlich, das will kein Schwein eigentlich sehen.
Außer dass man darauf wartet, da das Naruto abgeht wieder. Und ist halt meine Meinung. Natürlich können andere sagen, yeah, Boruto ist jetzt draußen, yeah, der Sohn, Mann, ist das geil. Aber sind wir mal ehrlich, ich finde das eigentlich ein bisschen übertrieben. Du hast halt diese Anime verfolgt, ja, von dem kleinen Jungen, bis er erwachsen wurde und sein Ziel erreicht hat. Das fand ich geil als Story. So, Ninja Art. Dann haben wir hier nur noch ein paar Artworks hier quasi von Story-Chaptern, wie sie gezeichnet worden sind. Sehr, sehr cool, wie sie dann auch im Spiel halt dann vorkommen, quasi. Natürlich ein bisschen besserer Qualität. Hier seht ihr noch ein paar kleine Zeichnungen. Finde ich sehr cool, wie man die damals noch gezeichnet hatte halt. Und man kann auch alles ganz gut erkennen, wo was war. Und auf jeden Fall kann man hier den Endfight, war das der Endfight? Lasst mich mal kurz überlegen. Ja, das war der Endfight von Naruto und Sasuke. Sehr, sehr geil. Fand ich sehr, sehr gut. Und natürlich das letzte Mal sein Rasengan versus seinem Chidori. Dann haben wir hier noch ein paar Sequenzen von dem Spiel aus wieder hier auch natürlich gezeichnet, das Ganze. Sehr, sehr cool. Und die letzte Seite haben wir ja auch noch. Und zwar ist das mit Boruto ein bisschen was gezeichnet. Ja, auf jeden Fall sehr schön unterschrieben. Und das ist halt das ganze Artbook. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Man schaut sich zwar wahrscheinlich nur einmal an und liest sich auch nur einmal durch, aber ist doch egal. So, was haben wir dann? Wir haben dann noch das Steelbook und es ist einfach nur ein mega geiles Steelbook, finde ich. Natürlich war das alte Steelbook, wo vorne Naruto drauf war und hinten Sasuke, auch sehr geil. Das hier finde ich aber auch ganz cool, denn es hat halt zwei Seiten im Grunde. Einmal diese hier von klein bis groß und wir haben hier einmal das Logo nochmal ganz normal schön als Mappe. Dann haben wir natürlich, öffnen wir das Ganze und was haben wir dann hier drinne? Wir haben hier Boruto Ultimate Ninja Storm Version, sprich die Zusatz-Edition, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also da ist ein kleiner Kurzfilm drauf, wenn ich mich nicht irre. Sehr cool. Und hier haben wir halt die zwei CDs, sprich einmal getrennt Storm 4 mit allen seinen DLCs, sehr cool, den ganzen Outfits. Und einmal natürlich Storm Trilogie. Finde ich immer Wahnsinn, wie da wie drei Spiele dann mit allem da drauf passen auf eine und eine dann nochmal für eine getrennt. Sehr cool finde ich aber auch, wenn wir die CD jetzt einmal kurz rausnehmen, denn dann sehe ich, wie ich schon sehe, hier hinter sehen wir einmal Boruto. Sehr geil. Und wie ich hier gerade schon entdeckt habe, sehe ich nämlich da oben Narutos Haare. Und da müssen wir natürlich, oh, da müssen wir jetzt mal beide CDs wegnehmen kurz. Und da sehen wir, sehr geil. Da sehen wir Sasukes Tochter, Sarada. Und wir sehen Sasuke als Erwachsener und Naruto als Erwachsener. Sehr, sehr geile Hülle. Ich wüsste jetzt schon gar nicht, wie ich sie, wie ich die Hülle, warte mal, hä? Bin ich jetzt blöd? Ja. Wie ich die Hülle generell aufstellen würde. Offen, zu, schwer zu sagen. Dies ist nun zumindest die 70-Euro-Variante von dem Naruto. Finde ich sehr, sehr cool. Mir gefällt sie. Vielen Dank, Ben, fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing. Bis dahin. Haut rein, viel Spaß auf dem Kanal und macht's gut.